Bell hatte schon immer einen Hammer, und zwar gleich drei davon im Wappen. Das Wappen derer von Belle hatte drei rote Hämmer in silbernem Feld mit Turnierkragen, vermutlich das Vorbild für das heutige Wappen. Kein Wunder, dass die anderen Hammerdörfer eigentlich gar keine Chance hatten. Auf der Feier ging es relativ ruhig, ich möchte schon fast sagen gesittet zu, und daher war das Erstaunen wohl groß, als die Essinger mit lautem Hallo auf den Festplatz stürmten. Aber da anscheinend kaum ein Mensch davon Notiz nahm, verlief dieser Ansturm im Sande. Nachdem sich unsere Essinger von diesem Schock des Stapellaufs etwas erholt hatten, man sieht sie hier im Hintergrund noch etwas hilflos stehen, gingen sie daran, die Lage und vor allem den Platz zu besichtigen. Die Bälle hatten einen Teil ihres Steinzeitdorfes wunderschön aufgebaut. Man sieht hier den Vulkan, wir werden ihn später noch in Aktion sehen, sowie das Auto von Fred Feuerstein und nebendran gleich die Hütte der Flintstones. Wir wissen nicht, ob der junge Mann, der eben im Bild war, Barney Geröllheimer sein sollte oder Fred Feuerstein. Auf alle Fälle kann man sagen, es muss insgesamt ein super Eindruck gewesen sein, dieses Dorf zu sehen. Wie man sieht, muss damals schon die Steinzeit sehr modern gewesen sein. Neben Zigaretten und einem Feuerzeug, modernste Ausstattung des Autos, Durchgang bis zum Boden, Fellsitze, Lüftung nach hinten, Sicht nach hinten, es ist alles vorhanden, sogar ein Dach, ob es regendicht ist, konnten wir an diesem Tag nicht ausprobieren. Aber wir gehen mal davon aus, was Fred Feuerstein konnte, können wir heute schon lange nicht mehr. Ich freue mich ganz besonders, heute Abend hier zu sein. Das ist ja eine ganz besondere Veranstaltung. Nur geladene Gäste sozusagen. Das Ganze natürlich zusammen mit dem SWR Fernsehen, unser drittes, die heute Abend mit der Kamera auch ein bisschen unterwegs sein werden. Denn Bell ist ja das Hammerdorf 2008, 2009. Und das ist praktisch heute Abend euer Preis, eine SWR 1 Night Fever Party mit Bob Moravka. Schönen guten Abend. So, ich habe ja schon gemerkt, die Stimmung ist gut. Und wir sind ja gerade erst mal am Anfang. Ich darf Sie alle recht herzlich hier in Bell begrüßen. Wir haben heute das Fest, das haben wir noch hier, sie feiert. Wir haben ein super Fest. Freut mich ganz besonders, dass die Freunde aus Essingen, Wörthsheim, Urhausen, Nentershausen, aus Meerfeld und überall, wo sie herkommen. Schauen wir in die aktuellen Charts. Also es gibt wirklich querbeet heute Abend, das muss ich wundern. Wir grüßen euch ganz herzlich aus dem Westerwald. Wir waren auch nur der Loser, aber das macht gar nichts. Und wir werden hier heute richtig feiern. In der Halle war es ganz schön heiß und während des Tanzen wurde es noch heißer und so nutzten manche die Gelegenheit und kühlten sich draußen bei einem Gläschen wieder etwas ab. Hier haben wir, wie unschwer zu erkennen, Vertreter und Vertreterinnen des Hammerdorfes Eulenbiss.
Der Vulkan ist in Aktion und beleuchtet die Szene weithin mit einem ganz warmen Licht. Liebe Grüße nach Esslingen von der Bärenbeinkönigin Anna der Ersten aus Eulen. Aha. Was heißt denn Bärenbeinkönigin? Gibt es besondere Bären oder? Das ist die Frangelbacher Osborner Mostbirne und der Bärwein wird gekeltet wie Apfelwein. Ah, also ein bisschen schmeckt er auch wie Apfelwein, früher vielleicht ein bisschen süßer oder? Ja, eher ein bisschen süßer. Es ist eine klassische Mostbirne und es ist vom Prinzip her wie Apfelwein. Na wunderbar, dann kommen wir mal vorbei und kosten. Ja, wir haben ein Bärenweinmuseum, du hast jeder herzlich willkommen. Ah, super. Okay, danke. Bitteschön. Von Essingen nach Mörzheim. Gisela und Simon probierten, als sie sich unbeobachtet wenden, das Feuersteinauto aus. Aber die Kamera war dabei. Ein deutlicher Beweis. Auch der Steinzeitmensch sagte bereits, mein Haus, mein Auto, meine Grillstelle und vor allem mein Steak. In der Halle ging inzwischen der Tanz weiter und inzwischen hatte sich auch eine Kamera vom SWR-Fernsehen unter die Tanzenden gemischt. Leider war außer dem Kameramann und der Tontechnikerin niemand vom SWR erschienen, den wir kennen, also weder Moderatorinnen noch Kameraleute. Wir hätten es gerne gesehen, wenn wir direkt vom SWR-Fernsehen begrüßt worden wären von Leuten, die wir kennen, aber offenbar hat man das Hammerdorf hier mit diesem Fest abgeschrieben. Und wir Essinger haben gesagt, das sollten wir auch tun. Wir feiern noch einmal und dann war es das mit dem Hammerdorf. Ja, es ist ein bisschen schade. Das ist das, da geht es nur um Eichalquote. Ja. Alles bloß Show. Ja. Alles bloß Show. Weißt, was jetzt hier am Sender ist? Mörzheim. Was jetzt hier tolle Show, ist? Tolle Show. Also, wir Essinger haben auf alle Fälle den Abend genossen. Es war eine super Stimmung. Die Gastfreundschaft der Bella und ihres Bürgermeisters Bernd Merkel war super. Es war toll und wir bedanken uns recht herzlich dafür. Vor allem auch, dass wir noch ein bisschen original das Steinzeitdorf mit Fred Feuerstein erleben durften. Es war toll. Suchen wir noch die Gruppe Fleischwurst? Was geht ab, du Hinne? Ja, Toni, du hast gesagt, die Bilder von der Mann der Beginn. Dass du nicht mehr mit dem Mädel sitzt. Ich bin mit mir. Du Mädel, wirst du schon keine Ruhe mehr. Bei Haus ist Licht auch gekommen. Die das hat auch noch nicht. Guck mal, wer ist echt mal gelähnt. Dein ganzes Sicken. Man möchte gerade mal ein bisschen zu viel BASF hören.